Anschluss an die Weltmeisterschaften schon für einen Stimmungshoch wieder gesorgt und hier wurde mit den Füßen abgestimmt. 35.000 Zuschauer, tolle Atmosphäre. Wir schauen auf die 100 Hürdenläuferinnen und mit Isabel Meyer, ein Doktortitel, arbeitet halbtags als Ärztin. Und dazu die überragende Läuferin dieser Saison, Tobi Amusan, die Nigerianerin. Meisterin halten, aber die Nigerianerin ist sicher Top-Favoritin. Anna Tschott und Andrea Roth, drei Läuferinnen, die so in der Preisklasse von Isabel Meyer unterwegs sind, der einzigen Deutschen. Und bei Istad auf Leichtathletik, 100 Hürden, der erste Wettbewerb auf der blauen Bahn. Isabel Meyer mit der Weltrekordinhaberin und Weltmeisterin in einem Rennen auf dieser schnellen blauen Bahn zu sein. Wenn es losgeht, die vierte von rechts. Schauen Sie bitte auf Tobi Amusan. Nicht als Erste an der ersten Hürde, aber technisch die Allerfeinste. Sie ist legendär schnell wieder unten. Sie läuft so schön, so anmutig, so schnell und gewinnt das Ding hier in 12,45 Sekunden bei leichtem Gegenwind. Immer noch eine richtig gute Zeit, auch wenn seit Eugene alles an ihren Weltrekordzeiten gemessen wird. Und Isabel Meyer wahrscheinlich auf Platz 5, schauen wir uns gleich in der Wiederholung nochmal an. Aber diese kleine Nigerianerin, die auch der Olympiasiegerin in Eugene keine Chance ließ, die im Halbfinale Weltrekord lief und dann im Finale nochmal schneller war. Und Isabel Meyer wird hier gefeiert. Zeit der Siegerin 12,45. Dann wie erwartet Jones, die Amerikanerin, Tepper, Jamaika in 12,58 und 12,66. Und sehr schöner Start oben von Isabel Meyer. Ja, und auch die ersten Hürden. Schauen Sie mal, bis hierhin hält sie sehr, sehr gut dann noch mit. Und hat für ihre Verhältnisse hier eines ihrer besten Rennen in jedem Fall in dieser Saison gemacht. Gar keine Frage. Wird dann am Ende Fünfte oder Sechste, haben immer noch nicht das Ergebnis, weil es da hinten dann noch so Zielfoto-Auseinandersetzung gab. Isabel Meyer läuft persönliche Bestleistung. 13,24, das ist zwar ein ganzes Stück weg von Amusan, die da am letzten Hürden-Ding noch ihren technischen Fehler einbaut, aber auch das ist eine Verbesserung und deshalb springt sie da hinten jetzt so fröhlich umeinander, die deutsche Spitzenläuferin in diesem Feld. Berlino nimmt die Weltmeisterin. Ja, es sind wieder Hürden aufgebaut. Diesmal die etwas höheren, über einen Meter hoch. Es geht um die 110 Meter Hürden bei den Männern. Und da sehen wir Freddy Crittenden und rechts neben ihm Grant Holloway, den zweitschnellsten Hürdenläufer aller Zeiten. Sweat Holloway ist ja schon mal gesprungen, 2:16, damit wäre heute beim Hochsprung auch relativ weit gekommen. Aber wir schauen mal der Reihe nach, was sich hier für ein erlesenes Feld über die 110 Meter Hürden versammelt hat. Grant Holloway, den zweitschnellsten aller Zeiten. Matilo Lagarde braucht aber genauso ein fehlerfreies Rennen wie Crittenden auch, um den Weltmeister zu gefährden. Das ist klar. Der junge Mann übrigens trainiert bei seinem Vater am College noch in Gainesville in Florida. Auch wenn er Profi ist, wird er da nebenbei noch betreut in einer ganz starken Gruppe. Und da haben wir Gregor Traber. Aber der Fokus sicher Bahn 4 und 5. Die beiden Amerikaner in der Mitte. Guter Start von Holloway. Der ist vorne. Jetzt muss er das durchziehen. Dann wird das eine super Zeit. Holloway vorne. Crittenden kommt. Alle anderen haben keine Chance mehr. Holloway oder Crittenden. Holloway gewinnt. 13:06. Ganz leichter Schiebewind. Gregor Traber mit vielen technischen Problemen wird letzter hier in diesem stark besetzten Feld. Ah, bis jetzt war er in der Jackpot-Wertung der beiden ISTAF Indoor-Wettbewerbe. Die gibt es auch. Relativ gut unterwegs. Und Grant Holloway gewinnt in 13:05, sah Mitte des Rennens nach einer viel besseren Zeit aus. Und er freut sich über Platz 2 und wieder einer sehr starken Leistung. 13:07.
denn er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Schenken müssen, denn eigentlich ist er der herausragende Hürdenläufer seiner Generation. 7 Schritte zur ersten Hürde und dann ist er eigentlich weg und vorne, aber der ist so lang und so sprintstark, der kommt dann so nah ran an die Hürden, dass er hier dann immer Probleme hat, seine Technik noch durchzuziehen. Und dann kommt eben auch so ein Mann wie Crittenden sehr nah noch an ihn heran. Dann fokussieren wir uns auch mit Ralf und Willi. Also 100 Meter Finale mit Jana Prandini, einer Weltmeisterin. 4x100 Meter Staffel der Vereinigten Staaten. Und dann Daryl Nater. War Dritte in München bei den Europameisterschaften. Auch eine sehr schnelle, eine unter 11 Sekunden Läufe. 4x4 und 4x100 Meter laufen. Beide Staffeln mit ins Finale gehievt. Also 3 deutsche Medaillengewinnerinnen aus diesem Staffelwettbewerb mit Wesseli, mit Meier und mit Hase. Aber die Favoritinnen auf den Bahnen 4 und 5. Nater, Barnes. Ah, guter Start von Prandini. Auch Lisa Meier gut unterwegs. Aber jetzt ziehen die Favoritinnen weg. Barnes, Nater gewinnt es. Nater vor Barnes und Prandini. 11:00. Das ist nochmal ein sehr starkes Resultat für die Britin. Bei ganz leichtem Gegenwind ist das eine exquisite Leistung. Denn so viel schneller ist sie noch nie gelaufen. Und deshalb zu Recht auch die Reaktion von ihr. Das ist ein gutes Jahresabschlussergebnis auf den Plätzen. Barnes 11:10, Prandini 11:16, White 11:22. Und leider hatten hier die drei Deutschen nichts mehr mit dem Rennen ab 50 Meter zu tun. Rebecca Hase noch die schnellste in 11,42 Sekunden. Ja, so sieht es dann aus. Und Klaus, dann wollen wir mal hören, was die Fachfrau denn da für Anmerkungen hat oder überhaupt noch Anmerkungen hat. Schaut natürlich auch bei Rebecca Hase. Gina hat sich das angeguckt, wie sehr hat das Herzchen geblutet, in Berlin, in ihrem Olympiastadion nicht dabei sein zu können. Ja, also das Herzchen hat schon geblutet, aber auf der anderen Seite hat sich das Herzchen gerade viel mehr für die anderen Mädels mitgefreut. Die Fans begeistert, genauso wie das Julian Weber tut, sind deutschen Rekord gelaufen mit der 400 Meter Staffel, aber konnten es sowohl bei den Weltmeisterschaften als auch bei der EM nicht rund kriegen. Und jetzt messen sie sich hier mit ein paar der Weltmeisterschaften. Nee, Asu ist coming. Asu ist coming, ja, schauen wir mal. Dann Kevin Kranz jetzt den Fokus finden. Noah Lyles. Viel Applaus aus Kenia. Ja, auch da können schnelle Sprinter her. Ferdinand Omanyala und noch was zeigen wollen. Unbedingt in diesem Finale. Arthur Cissé von der Elfenbeinküste. Gerade zweimal unter 10. Hatte, er will seine persönliche Bestleistung angreifen. Dann wären das 9,86 Sekunden. Dann wäre das eine Fabelzeit. Auf den Spuren von Usain Bolt. Auf dieser Bahn. Lyles ist nicht ganz so gut aus dem Block gekommen. Ist ein starker Kurvenläufer. Kann der das Ding hier gewinnen? Am Ende kommt er. Noah Lyles. Die letzten 30 waren seine. 9,96 Sekunden. Ah, der hat sich schwer getan. Kein so guter Starter, das werden wir gleich nochmal unter die Lupe nehmen. Dafür ein brillanter Showman und ein brillanter Kurvenläufer. Nochmal korrigiert, 9,95 Sekunden. Also, neue Saisonbestleistung für ihn auf jeden Fall. Und immerhin ran an seine persönliche Bestleistung. Noah Lyles, der 200 Meter Weltmeister, kann es auch auf der halben Strecke. Joshua Hartmann.